Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen in Team Fortress 2. Mein Name ist Project KLP und ich bin heute nicht alleine. Und zwar habe ich dabei den Exoreiz. Oh mein Gott, Exoreiz, was macht denn der in einem Video von Project Key? Viele haben ja gedacht, wir haben uns zerstritten, aber gut, hat sich schon vor ein paar Monaten wieder gelegt und wir spielen in Team Fortress gerade den neuen Modus Man vs. Machine. Und ich bin tot. Ja. Ich lebe gerade noch und kämpfe gerade gegen so eine wie heißen sie, Giant Soldier, genau. Team Fortress 2 ist kostenloser oder Free-to-Play-Shooter. Das heißt, könnt ihr euch kostenlos auf Steam runterladen, braucht halt einen Steam-Account. Wow! Alter, drei Pyros sind auf mich losgegangen gerade. Gut. Ja. Ihr seht schon, man spielt hier gegen Roboter, ne? Man kann hier seine Waffen upgraden hier mit Credits, die man von toten Robotern klauen kann. Ja, das ist glaube ich alles, was man dazu sagen muss eigentlich. Und wir wissen jetzt nicht, ob es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen dem Multiplayer und dem Koop-Modus, weil im Koop-Modus muss man stundenlang warten, um überhaupt in einem Team zu kommen. Ja, also deswegen. Aber ich frag mich auch gerade, es stand ja, dass Koop zu wechseln ist. Und wir spielen dann momentan auch mit Wechsel. Ist das jetzt ist Koop und Multiplayer dasselbe oder gibt es da einen Unterschied? Aber das werden wir noch herausfinden. Ja. Wir wissen ja auch nicht, wie lange wir diese Let's Play-Serie führen werden. Wir können ja auch vom normalen Multiplayer dann noch was machen und so weiter. Der normale Multiplayer, da spielt man dann Mensch gegen Mensch, sage ich jetzt mal, und hier spielt man halt nur gegen die KI. Ja, ich weiß es nicht, aber ich hab heute Morgen schon mal gesehen, dass man auch gegen echte Menschen spielt. Ja, die stellen sich hier aber echt so trottelig an, da denke ich echt, dass hier ist eine KI. Nein, das ist auch eine KI, aber das heißt nicht mal, dass man WTF von Sentinel da zerfetzt wird. Ah, was Neues freigeschaltet. Ich weiß noch gar nicht, ob man jetzt diese Waffen da freischalten kann aus dem echten Spiel oder nicht, weil man hat ja hier diese Standardwaffen. Ah, eigentlich ist das okay. Ah, okay, man kann jede Waffe einzeln upgraden. Hast du das auch schon bemerkt? Ja, ja. Hit Hey to pay, was weiß ich, wie viel Credits to spawn instantly. Oh Gott. Ich gebe doch da meine Credits nicht für aus. Übrigens, ihr seht links unten bei meiner Anzeige, wie viel Leben ich noch habe. 300, seht ihr 453 Taler oder Dollar oder was auch immer das sein soll. Das ist diese Ingame-Währung, die ihr den Robotern klaut. Und damit könnt ihr euch dann eben virtuell eure Waffen hier upgraden. Ob das im normalen Multiplayer dann auch so ist, dass ihr die Waffen so abgegradet habt, denke ich jetzt einfach mal nicht. Nein, wir wissen es nicht. Das ist nur in dem Modus. Also nur in diesem Spielemodus eben. Ja. Finde ich auch ganz gut, wäre ja leicht unfair dann. Aber vorhin wo wir im Team zugeguckt haben, hatten die doch auch andere Waffen als diese Standarddinger. Und warum haben wir das jetzt nicht oder müssen wir die freischalten? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Titeltext, also ich hoffe, dass man mich hört, aber ich habe die Audioqualität runtergestellt. Also man sollte mich eigentlich relativ hören. Credit Rating C. So, was soll ich denn? Ammo-Kapazität könnte ich nochmal upgraden. Und Health und Kill sollte ich vielleicht nochmal upgraden. So. Ich glaube, ich nehme jetzt einen anderen. Ah, ich glaube, ich nehme wieder einen Medic, weil dann kann ich auch meine andere Waffe upgraden. Ach, hier Raid und so, okay. So, ich mache nochmal die Lautstärke hier ein bisschen runter. Ja, ich habe die bei mir fast total aus. Sonst hört man gar nichts mehr, ja, durch die ganzen Explosionen. Oh, ich habe es jetzt auch fast aus. Aber ich habe den Blutsauger noch als Zweitwaffe. Ich verstehe das nicht, warum ich den habe und keine, um nicht meine Medic Gun. Naja. Das ist die Fortress-Logik. Weil in allen anderen Klassen habe ich die Standardwaffen, nur ich habe den Blutsauger. Ach so. Ich probiere hier gerade aus, wo man überall hochjumpen kann und so weiter. Okay, die haben es aber immer noch nicht geändert, dass man durch Zäune und so weiter durchschießen kann. Ja. Okay, ich habe jetzt 500 Ammo. Also das ist echt ziemlich viel.
Oh. Ah, in 13 Sekunden. Du musst dann auch F4 drücken. Oh. Oh, so, hey, ich hab einen Screenshot gemacht. Oh. Ach, die haben eine neue Stimme. Der Heavy sagt auch, I'm ready. Juhu. Ach, von rechts, von rechts. Ach, das sind noch Heavies. Alter, meine Medikan geht ab. Ich glaube, ich gehe hinter den Gegnern und sammle das Geld ein. Ah, durch den Blutsauger kann ich sogar Öl von... Ah, verdammt, von hinten. Egal, einfach hart drücken und weiter geht's. Boah, wie viele Heavies. Aber die 10 Geld ist es wert. Macht auf jeden Fall Spaß, der Spielemodus. War was anderes. Ja, es ist nicht dieses Standard, immer nur rumrennen, abballern und frustriert sein, weil alle als Spy rumrennen. Stimmt, vielleicht könnte ich mal als Spy rumrennen, um das mal auszuprobieren. Oh, keine Muni mehr. Oh, Spy hat mich gerade umgebracht. Ach, hier, achso, hier ist ein Roboter Spy, verdammt. Er will mich backstabben. Er verfolgt mich, nein. Alter, er macht dich gar nicht unsichtbar. Alter, wir schaffen... Ja, WTF. Mit dem Kopf durch die Wand. Ach, haben wir jetzt verloren, oder was? Ja, ich glaube, weil alle tot waren. So. Hey, ich bin auf Platz 2. Ah, ich bin da ganz unten. Achso, nee, das ist, das hat dann nichts zu bedeuten. So. Ich glaube, ich wechsle mal die Klasse. Nein. Nicht das Team. Klasse hat man doch mit Komma gewechselt, ne? Ja. Ach, Kartenwechsel zum Ende der Runde. Ach so. Ach so, Spice könnte ich auch tarnen. Okay, jetzt weiß man. Ah, die stehen alle vor der Base. Alter, ich back hier fest. So. Ja, also, was ist denn jetzt? Ist bei dir immer noch dieses... Oh, ich back jetzt... Nee, doch nicht. Ist bei dir immer noch dieses Fenster da, dieses... Nö, nicht mehr. Ist gerade weggegangen. Bei mir ist das Fenster irgendwie noch da. Boah, drück mal vielleicht Tab oder so. Ah, jetzt. War Tab? Ja, ja, Tab war's. Yo! Guck mal, wie viele Leute ich erledigt habe gerade. Ja, ich sehe es. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber... Hä? Hier, Kampf. Ich bin hier durch über so ein Loch gelaufen gerade. Von hinten. Ah, diese Spice, wie die aussehen. Die sind schlimm. Die machen mir Angst. Oh Gott! Ich bin den Gegnern gerade fett in die Arme gelaufen. Okay, man darf das Loch nicht berühren. Oh, ich hab das Original Raketenwerfer gefunden. Hm. Level 5. Die Level haben irgendwie sowas von gar nichts zu bedeuten. Sag, warum ist denn das Loch da? Sollen wir die da hinloggen oder was? Nein, die sollen halt nicht rein. Wenn die da reinspringen, dann verlieren wir die Welle. Welche Bälle? Die Welle. Achso. Alter, diese Spies sind so schlecht, die tarnen sich als mich selber und rennen auf mich zu. Toll. Guck mal, da steht doch immer Project KFW erledigte Soldier. Ich erledige den nur, weil ich auf die Baller und die alle in dieses Loch reinspringen. Also lustig ist, durch diese Waffenperks kann man ja Gegnern das Blut so aussaugen und Leben zu bekommen. Und mit dem Blutsauger hat man es noch extra. Alter, auch diese KI-Gegner, die machen auch immer diese komischen Klassen-Moves. Was sowas von gar nichts bringt. Klassen-Moves? Wie? Ja, also die, dass sie winken oder ja. Achso, ja, wenn sie einen erledigt haben, ne? Ja. Alter, diese Spies, die rennen tausendmal hinterher. Man darf nicht stehen bleiben.
Hä? Ich habe das Loch nicht mal ansatzweise berührt gehabt gerade. Wave completed. Ah, credits collected 286. Rating F. Oh, das war eine 6. Ach, habe ich auch. Ja, finde ich gut. Ah, okay, jetzt kann ich auch endlich Klasse wählen. Ich glaube, ich nehme mal Arzt. Zu dem Medic. Nein, zu viel. Ein Medic reicht eigentlich. Ich glaube nicht. Okay. Naja, nimm ihn einfach. Lass. Obwohl, ne, ich bleib beim. Ah, aber du hast die normale Spritzen-MG. Ich bleib doch mal lieber beim Dings, beim... Heavy. Genau. F4 drücken, oder? Ach so, ja. So ruhig. Sind wir die letzten beiden? Ach, waiting for players, okay. Ach so, fehlt jetzt plötzlich ein Player, oder was? Fehlen, glaube ich, 4 oder so. Oh, ja, ich seh's. Wir sind zu zweit auf einem Server. Beenden einfach kurz die Aufnahme, machen wir weiter, wenn wir mehr Spieler haben. Ja, machen wir es so. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart. Mario Kart DS, genau. Das ist nicht Team Fortress, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, es ist Mario Kart. Jetzt suchen wir uns ein tolles Gefährt und fahren gegen Luigi. Genau, warte, Ex, warte auf mich, ich will auch noch mit rein. In den Panzer? Ja. Du bist der Scout. Bist du drin? Ah. Ich fahr vor dir weg, ich muss Mario einholen. Ha, wir haben jetzt Zeit. Also, okay, komm rein. Los. Ey, ich komm da nicht rein. Jetzt geh rein, warte. Jetzt geh rein. Fuck. Ach, kacke, ich bin fast tot, scheiß drauf. da vorne ist Mario. Oh, System failed. Gut. Dann nehme ich den Geldtransporter. Ja, das ist so stumpf, diese Map. Die ist so stumpf und sinnlos, aber... Das bist du. Nee, das ist ein Spy. Wie hoch man auch springen kann. Ist das nicht das Auto auf CS? Hm. Also ich finde es voll geil, dass man hier so rumjumpen kann irgendwie. Das ist total schwach, ich bin. Gleich gehe ich als Scout rein. Hä, von wo werde ich denn bitte angeschossen gerade? Dieses Entenfahrzeug da. Bist du das? Ja, bist du. Dieses Entenfahrzeug, was ist denn das? Ich habe mal versucht, hier eine Sentry-Gun draufzustellen, das hat aber nicht funktioniert. Komm, geh auf den. Da vorne ist ein Heavy, schieß dich mal ab. Den haben wir zu zweit gekriegt. Die Map macht irgendwie Fun, das muss man zugeben. Ja, Alter, eigentlich spannen die Leute die ganze Zeit hier so rum. Die verschwinden auf einmal. Hat der dieselbe Waffe wie ich. Aber mit der Pyro ist ja sowieso das Geilste gewesen bisher. Ach, das bist du. Ja, das muss man sich anschauen. Oh, komm, gib mir den Geldtransporter hier. Er fährt aber nicht. Glaube ich nicht. Also ich war gerade da schon drin. Nee, er tut auch echt. Ach, das ist kein Geldtransporter, das ist ein Party-Van. Ach doch, der fährt. Juhu! Grün-weißer Partybus, schadadada. Oh, da ist ein Sniper. Ja, und im Auto kann ich nicht treffen. Ah, da ist einer. Jetzt nicht mehr. Hä, der ist gerade verschwunden. Ja, ich weiß, sag ich gerade, dass die hier rumbacken. Oh, er ist tot.